guck mal hier, sieht doch ganz cool aus. So ein bisschen blau gehalten. Ist doch was Feines, oder? Oder hier wäre es zum Beispiel. Ne, es ist eine. Ja, guck mal, sieht doch ganz nett aus, oder? Das Grau ist doch gut. Ich warte mal, oder? Ich tu mal was gucken, vielleicht finde ich ja was Interessantes. Wie wär's denn damit? Also ihr müsst bestimmt wieder zu springen mithelfen, ne? Ah, ich kann ja mal ein Gesichtsbild laden. So, warte mal. Wo waren wir denn? Ich glaube Natur. Hier, eine Katze. Wie wär's? Du spielst eine Katze oder ein Pferd. So viel zu haarig, perfekt, Katze. Du bekommst Angst. Nee, ich kann halt nicht pennen. Warum? So stimmt jetzt doch nicht aus, oder? Du möchtest ein Pferd sein, naja, gut. Ich würde schon gerne eher eine Person haben. Ach komm, ja jetzt. Fangen wir mal Ektor 1 an. Gibt's hier was Nettes? Wie schätzt ihr Snoogie ein? Nimm das zweite. Ah, Gibt's. okay. Hier bitte? Geh nochmal zurück. Er hat auf dem Ektor 1, ne? Ich sehe das hier immer einen Ticken später, Ja, deswegen. ist klar. Was ist mit dem unten, das zweite von links, mit den roten Augen? Ah, das können wir nehmen. Nee, hallo. Wo ist es denn nur hin? Mal sehen, ob wir es so zufällig kriegen. Das sah nämlich nicht schlecht, also gebe ich recht. Was kannst du an den Charts noch alles ändern? Kannst du da quasi noch Muttermale, Haarfarbe und so weiter ändern, ja? Ja, kannst du machen, ne, genau. Wir Und lassen das. Ist so naturgetreu, Namen genau. hinzufügen. So, Haare vorne zum Beispiel kannst du auch noch ändern. Dann kannst du hier zum Beispiel hier im Gesicht, kannst du dann eben dann die Haare ändern. Ja, kannst eine schöne Haarfrisur machen. Hast du kurze oder lange Haare? Naja, Bist du jetzt ein beim Blumenmädchen machen? Hey, grüß dich. Hey. Servus. Hallo. Naja, Snooki ist so, so Tierlieb, weißt du? Und Tiere sind Natur und dann denke ich mal so, ein bisschen Blumen ist was Schönes, oder? Sie hat doch gesagt, sie hat einen Haaranteil von 0, nee, von 2%, also irgendwas mit kurzen Haaren. Irgendwas mit kurzen Haaren. Gut, hast du, welche Haarfarbe hast denn du? So etwas blond gehalten oder etwas dunkel, braune Haare? Kannst du braun mit Strähnchen? Strähnchen gehen Club. Oh, hör mal, Haare hinten. Nebenfarbe ist Club nur. Schulterlang und dunkelblond, bitte. Okay. Schulterlang und dunkelblond. Schulterlang, wo ist es Na, denn? aber. Das geht ja gar nicht, macht mir langsam Konkurrenz. So, und Haare hinten, würde ich sagen. Hier so, passt. Und dunkelblond. Dunkelblond ist dann das hier. Genau. Das wäre dann dunkelblond. Wir können auch noch. Das ist zu blond, das ist dunkelblond. Das ist schon mehr braun. Dann mal das hier. So, dann gibt es noch die Ohren. Da gibt es spitze Ohren und normale Ohren. Das sieht man sowieso nicht, weil die hinter den Blumen versteckt sind. Dann gibt es noch Augen. Was hast du für eine Augenfarbe? Guten Morgen, Bot. Guten Morgen, Bot, das sage ich auch. Ja,
Der hat auch ganz schön gependelt. Mein lieber Charlie. Du musst mal dein Hauszimmer ein bisschen besser behüten. Blau hast du. Blau. Gut. So hier oder? Willst du so eher so. Was denkt dann? Wie guckt ein Snooki so? Also, ich habe ja nun hier die Bilder. Das setzt in die bösen Augen. Es gibt auch noch hier. Nee, so sind wir nicht. Verschlagen. Verschlagen mich. Aber das ist alles schon recht sehr Manga-mäßig, ne? Ah ja, das ist auch sehr mangamäßig gehalten. Riesige Glücksbürbel. Na ja, gut, dann machen wir. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen blau gehalten sind. Ich würde sagen, die hier. Denke mal, das sieht so Nehmen ja, dezent verträumt aus, den kannst du nehmen. Kann ich mir gut vorstellen. gut, hast du Augenbrauen? So, abstehen. Wie heißt du? Hast du Augenbrauen? Nett. Hallo? Nein, ich habe keine. So, eine Nase können wir eigentlich so lassen, oder? Kleine Stupsnase. Die sieht natürlich aus. Ach ja, morgen. Ach nee, doch, morgen ist ja schon Sonntag. Ach du Gott. Ja. Oh, ich bin morgen krank. Du bist krank. Ich bin morgen krank. Ich brauche morgen deine Unterstützung, Graubolf. So, dann gibt's noch einen Mund. Ein schönes Lächeln. Das sieht doch nett Mund, aus. Schmollmund. Nehmen wir ein schönes Lächeln hier. Gucke, Snuggie ist das, glaube genial. ich, einfacher, wenn wir dein Foto einfach da reinpinnen. Du fletschst höchstens die Zähne. Okay, na warte mal. Das kriegen wir so einigermaßen hin. Gesichtsmerkmale. Hast du welche? Sommersprossen hast du keine? Das hast du auch nicht. Hast keine. Nee, hast du kein Tattoo? Bestienohren hast du auch nie. Einen Schwanz hast du auch nicht. Flügel. Könnte man die auch noch verpassen. Was die alles wissen wollen. Naja, kannst du. Ist klar, das ist eine Charakterstellung, ne? Immer wie beim Bewerbungsgespräch hier. Dann kannst du noch Kleidung. Das war ein schönes Verkleidung, Okay, jetzt geht's los. ja. Ja, so viel ist nicht zur Auswahl. Ach, ich dachte, jetzt haben wir irgendwas mit Spaghetti-Trägern und sowas. Ja, hat immer gedacht, aber Hauptfarbe ist Oder ziehe ich eine schwarze Lederkluft an? Ah, da müssen wir Nebenfarbe. dann aber Jugendschutz reinmachen, dann beim Spiel. Ey, komm, sieht das schon ganz annehmlich aus, oder? So schlimm sieht es noch nicht aus. Du hast doch Ich. sonst geschrieben, fletschige Zähne, dazu schön schwarze Lederkluft mit roten Lippen, passt. Also wenn du jetzt noch die Kluft schwarz einfärbst, sieht es aus wie so eine Nonne. Aber nicht, Oh. oder? Oh, lächelt jetzt. Gut. Mantel. Nee, Mantel. Kleidung warm gewesen. So. Kleidung, genau. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier noch. Ja, es geht eigentlich. Es gibt übrigens die ganzen Gesichtsformen, die gibt es auch nochmal, wie zum Beispiel schwach, freudig. Also die kannst du dann alles so mit reinnehmen, im ganzen Spiel dann. Ne? Wenn es irgendwas Positives ist, machst du dann ne? Luftsprünge und so. Also alles möglich. Das ist nur das Porträtbild, was du die ganze Zeit so sehen könntest. Das hat Graubolf gesagt. Ich kann dir auch einen Mantel verpassen. Willst du einen Mantel haben? Rabenschwarz. Rabenschwarz, klar. So, Zubehör. Na, Was das Zubehör? Wurstschwert. Guck mal, mich könnt ihr zum Beispiel Kopfhörer verpassen, ne? Ist doch cool. Oder eine Schleife. Siehst du deine Haare richtig? Oder eine Mütze. Oder ein Hut. Oder wie würde Starving jetzt sagen?
In Einhorn. Ne, in Einhorn, ne. Sieht aus wie Harry Potter, das mal lieber. Luftsprünge machen. Warum, Lukas? Wolltest du unter den Ruck schauen? Ui, ja, das müssen wir mal suchen. Wenn nicht, müssen wir es reinmotten. Was? Ein schwarzes Negligé? Das kleine Schwarze. Von gestern Abend. Da muss er erst mal ein Foto schicken, dann können wir es reinnehmen. Aber hier, guck mal, Snooki macht da immer so Livestreams, so ganz coole Livestreams. Wir werden immer hier so mit Kopfhörer und ja, ne, so ein Headset aufsetzen. Ist doch cool. Die hört immer cool Musik. Das wird ein Spiel für FSK 6 und nicht für FSK 8. Okay, lass mal das Headset, das ist cool. Okay. Kriegst ohne eine Brille, wenn du möchtest. Das wird FSK 21. 21 plus. Sozusagen, genau so ist es. Ich könnte ja nebenbei mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Musik abspielen kann. Keine Brille. Nee, keine Brille, keine Brille. Keine das Brille. Sieht doch so klugscheißerig aus. Wenn denn überhaupt eine Sonnenbrille. Kategorie 10, bitte. Ah, das wird bestimmt nicht drin sein. Nee. Hört ihr die Musik nebenbei? Noch nicht. Ja, läuft. Gut. Sonst wird es nämlich ein bisschen zu trocken hier, Alter. Das ist übrigens freie Musik, ne? Gut, sehr nice. Mit den Punkten übrigens könnt ihr dann auch den Titel dann dementsprechend vor- und zurückwählen. Gut, keine Brille. Okay, Goldbrille lassen wir weg. Das ist die laufende Figur, ne? Also sprich, so läuft sie. Sprich, in die Richtung zeigt es dann. So ist es dann, wenn sie eben Schaden gekriegt hat. Und so sieht es aus, wenn sie eben kämpfen tut. So, Einstellung speichern und zwar nehmen wir die mal Snooki. Gut. Lukas. Wieso? Der Witz kommt an. So, und zwar du musst jetzt in dem Ganzen unsere Figur sozusagen auswählen. Abenteurer. Und zwar ist das zwar Harold, aber Porträt ist es nie. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie man die hier. Oh Gott, hoffentlich kriegst du jetzt hier rein. Auf 1. So, Porträtbild. Monster, wo sind denn die? Hallo? Ach genau, ich muss ja noch was machen. Und zwar darf ich ja nicht vergessen. Games, haarige Wurst. Ne, das ist hier drinne und zwar. Oh Mann, wo haben wir es denn? Ich muss aber noch die ganzen Plugins mit reinnehmen. Ich glaube, die kommen alle hier rein. So, und dann. Vorgearbeitet. Nee, das musst du bei jedem neuen machen. Ach so. Also bei jedem neuen Projekt. Jedes Mal reinkopieren. Genau. Ja. Oh. So, Snooki J. Ja, die kommt, glaube ich, hier rein. Ist ja kein Problem. So, und jetzt.
Nee, das war das falsche Fenster. Quatsch. Gib meinen Rasen wieder her, so. Will ich jetzt hier? Ganz böse, ganz böse, ganz böse. Vector Settings. Jetzt ist mir gut. Skill-Item, bla 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 bla. Oh, das ist jetzt. Das. Hä? Naja, Name, Nickname, Klasse, Profil. Ne, ich find's nicht. Jo, okay. Ciao, Lukas. Jo, Lukas, danke dir. Schönen Abend noch. Gut, Lukas, ne, dann dir schönen Abend. Ey, das geht gar nicht, oder? Die sind... Jetzt muss ich nochmal hier reingucken. Charaktererstellung, ist doch hier drin. Einstellung laden. Snooki öffnen. So, und die Figur möchte ich gerne verwenden. Hm? Es gibt ja nur Einstellungsspeichern. Ah, warte mal. Vielleicht finden wir sie jetzt, indem wir Porträt. Wieso wissen die jetzt nicht drin? Och nö. Wieso ist denn die jetzt nicht hier? Pieren. Ach ja. Vielleicht hier rein. Sieht schon mal eher danach aus. Über mal speichern, öffnen. Sag ich ehrlich, ich muss jetzt neu starten. Na dann was eure. Nee. Quatsch. Skills. Das ist eigentlich schon richtig. Actors, Animations, Nuki Jason. No. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die sollte eigentlich schon das Projekt drin sein. Och nee, hallo? Das ist jetzt hier drin. Mach ich mal anders. Du musst das mal öffnen. Game öffnen. So, und jetzt nochmal. Ich kann kein Act, was ist denn hier los? Klassen. Das ist jetzt aber echt Mist. Schade. Vielleicht finde ich mal kurz bei Google was.
So, wo ist die Bedienung, die heiße Getränke serviert für die Wartezeit? Die kannst du verteilen. So was wie eine Bedienung. Das. Kakao. Siehst du, da haben wir schon die erste Bestellung reingekommen. Das ist schön. Das Gesichtsbild, jetzt haben wir's. Jetzt. Snooki, jetzt bist du dabei. So, schließen. Jetzt haben wir's. Ich müsste doch das noch. Genau, und hier ist Snooki. Hätten halten. War schon schneiden. Genau. Und zwar müssen wir nicht nur das machen. Einstellung laden. Wir müssen nicht nur das Gesicht exportieren, sondern auch noch die laufende Figur exportieren. Du alles hin und her schieben musst, das ist Wahnsinn. Snooki laufen. Schaden. Ja, Snooki, ich denke schon, aber da musst du noch ein bisschen warten, er muss noch ein bisschen umher kopieren. Snooki. Kämpfer. So. Unser Herr Gutenberg. Ja? Markieren, kopieren, einfügen. Ja, leider, das tut mir leid, ich habe mich, wie gesagt, damit überhaupt nicht befasst am Anfang. Gar nicht. Wieso nicht? Deswegen mache ich das alles high live heute, ja. Ja, jetzt haben wir alles. Wir haben doch hier jetzt unseren Spaß. Das ist schön, Wenn ich Spaß habe, ist cool. Haha, oh, den Spruch kenne ich auch. Allerdings hat ihn mein Stiefvater immer gebracht. Oder wie er zu mir schön sagte. Plena, weißt du was? Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Genau. Das stimmt. Außerdem ist es kein Bauch, sondern ein Gourmet-Tempel. So. Und Snooki, wie er eben kämpft. So. Sehr nice. Ah, ich hatte das aber auch immer zu mir gesagt, weil, naja, ich bin nun mal nicht der völlige Typ. So, das ist im Endeffekt jetzt unser Held. Und unser Held kriegt den Namen Widen. Also ich möchte nicht unbedingt Snooki jetzt nehmen, weil ich, wenn Snooki dann auf die Rechte besteht, steht sie ja sowieso schon. Oder möchtest du noch im Endeffekt den Actor bei dir mit drin haben? Sagen mit deinem Namen. Alles okay für dich? Nennen Sie Big Puppy. Mensch. Zu viel der Ehre, also. Snooki, Spitzname. Haben wir für Snooki einen Spitznamen? Ozzy Freeze, wie ist denn Snooki ihr Spitzname? Da fragst du den richtigen. Ja, Spitzname. Ist denn die Musik wünschen ein bisschen in euren Sinne oder passt? Also mir macht es richtig Spaß heute. okay.
Hat denn Ossi Fleece oder habt ihr vielleicht einen kleinen Vorschlag? Ich kann einen Sprutmörder des Bösen hinschreiben. Das wäre ein bisschen heftig. Mit dem Alter wird man zahmer, genau. Spitzname. Mutter Teresa. Das wäre gelogen, okay. Und einfach so, Snooky Snoo. So, du kannst maximal erreichen 99 Level, müsste eigentlich gehen. So, ja, Eigenschaften, hat es auch halt Eigenschaften? Nö. Rüstung hast du auch noch keine, ausgerüstet bist du dementsprechend noch nie. Brauchen wir nicht. Irgendein Hinweis, Profil. Tiere. Plattenbikini. Du möchtest ein Plattenbikini. Gut, schreibe ich mir auf. Snooki möchte ein Plattenbikini. Kann man denn per Bildbearbeitungsprogramm nicht solche Sachen erstellen? Ist möglich, ja. Ja. Welche Programme benötigst du, um mit dem RPG die zu kombinieren? Du, das sind PNG-Bilder. Okay. Das sind umgekehrt. Also du kannst ja aus einem normalen Bild im PNG machen. Naja, klar. Genau. Das sind ja. Da kannst du mit allen möglichen Programmen bearbeiten. Ja. Ne, genau, das sind Fonts. Nee, Quatsch. Icons sind alles PNG. Das sind alles PNGs, was du hier hast. Teilsets, genau die ganzen Teilsets hier, sind auch alles PNGs, das sind stinknormale Bilder. Ja, da musst du auf jeden Fall irgendwann mal hier so ein Wurstschwert machen. Na, zum Beispiel, ja, da brauchst du ein bisschen Zeit, um das hinzukriegen. Da habe ich diese Welt. So, im Profil, der macht plus 10 gutes Aussehen, das kriegt man hin. Habe ich mir aufgeschrieben, Plattenbikini. Plus 10 gutes Aussehen. So, und zwar Tiere, Bücherwurm, Bücherwurm, okay, reicht eigentlich aus, oder? Sonst irgendwas? Nö, eigentlich nicht, oder? So, erstmal übernehmen. Klasse, bis eben der Held. Name Held. EP-Kurve. Man kann auch eine EP-Kurve kann man eigentlich einstellen, um zum nächsten Level zu kommen. Braucht man eigentlich erstmal nie normalerweise. Ein Skill hast eben normalen Angriff. HP-Schaden. Skilltyp gehen. HP-Schaden, Abweichung. Okay, Starwing, dann. Sehr schönen Abend noch. Danke, dass du da warst. Jo, Starwing, bis morgen dann. Ne? Schön, dass du da warst. Danke dir. Ciao. Ja, man kann eben jetzt noch sozusagen Mana-Punkte kosten. Und Lebenskosten kann man machen, Beschreibung brauchen wir eigentlich nie. Angriff reicht eigentlich nur mal zu, mit einem Schwert. So, Gegenstände. Wie was stehen die Effekte? Effekte, warte, das hier. Zustand hinzufügen, normaler Angriff bis 100%. Hier kannst du sagen, noch ändern, denn